minus 2,5 Kilo. Die Form hat angezogen. Wir haben uns 2 Wochen nicht gehört, YouTube. Nicht nur die Form ist besser geworden, sondern es hat sich auch einiges in meinem Leben verändert. Und dazu mehr in diesem Video. Wir müssen reden, was war die letzten 2 Wochen los? Bin ich verletzt? Hat Scarlett mit mir Schutz gemacht? Was war los? Scarlett ist noch da, Gott sei Dank. Ja. Verletzt bin ich auch nicht. Aber es hat sich trotzdem etwas Fundamentales in meinem Leben verändert. Und es hat auch Einfluss auf YouTube und es hat vielleicht auch Einfluss auf meinen Sport. Und zwar beginne ich wieder zu studieren. Warum studiere ich jetzt? Ich habe ja immer gesagt, ey, nee, Sport jetzt 100%. Ich habe einen Bachelorabschluss, reicht mir erstmal. Ich bin in mich gegangen und ich habe die letzte Zeit reflektiert. Vielleicht um mal auszuholen, ich habe komplett während der Pandemie studiert gefühlt. Das heißt, ich war vielleicht 3-mal in der Universität, niemals in der Bibliothek und ich habe trotzdem mein Studium abgeschlossen. Der Punkt war, gerade nach meinem Wettkampf letztes Jahr in Amerika, habe ich gesagt, Valentin, du gehst den nächsten Schritt, du gehst all in. Du willst 2024 im Herbst die beste Version deiner selbst auf die Bühne stellen. Das heißt, du wirst jedes Meal essen, eine richtige Offseason machen, meine erste richtige Offseason. Du wirst richtig hart trainieren, du holst den Coach, du holst wirklich alles aus dir raus und alles andere kommt ab. Dementsprechend bin ich heimgefahren, geflogen und bin direkt in diese Bodybuilding-Bubble eingetaucht. Heißt, ich habe mein Coaching aufs nächste Level gebracht. Ich bin leider kein Social-Media-Influencer, der davon leben kann. Zumindest nicht 100%. Es gibt Leute, die verdienen viel Geld damit, aber Bodybuilding ist ein teurer Sport. Bei mir reicht's nicht. Ich bin ehrlich. Dementsprechend heißt es, okay, wo habe ich Erfahrung drin, wo bin ich gut drin, Leute auf die Bühne zu bringen. Das habe ich gemacht. Ich habe Athleten auf die Bühne gebracht. Ich habe mein Coaching aufs nächste Level bringen können und kann jetzt stolz sagen, ich habe viele Athleten, Lifestyle, aber auch Wettkampfathleten, die ich betreue und mir macht das unfassbar Spaß. Und ist auch ein Teil meiner Erfüllung. Aber ich bin jeden Abend ins Bett gegangen und habe mir gedacht, Valentin, ist das jetzt alles? Kannst du es denn aktuell rechtfertigen, das so zu machen, wie du es machst? Gefühlt mein ganzer Bekanntenkreis, Freundeskreis sind Bodybuilder. Außer vielleicht Scarlett. Das ist mein einziger Anker zur realen Welt. Und ich habe mir teilweise gedacht, was ist denn, wenn das Ganze nicht klappt? Und ich weiß, jetzt kommen viele und sagen, ey, Arnold hatte auch keinen Plan B. Falsch, Arnold hat wie im Bodybuilding auch irgendwo anders her sein Geld verdient. Und dementsprechend bin ich immer mit diesem Gefühl ins Bett gegangen und habe gesagt, ey, könntest du jetzt nicht eigentlich auch noch mehr machen? Könntest du noch was anderes machen außer Bodybuilding, was dir vielleicht auf lange Sicht weiterhilft? Ich meine, das Internet ist schnelllebig, ja. Erfolg auf Social Media, was bedeutet das? Heute bist du bekannt, morgen kann dich jeder hassen. Ich bin jetzt komplett ehrlich mit euch. Ich habe mir einfach gedacht, wie sieht es denn aus? Was wäre denn, wenn ich vielleicht jetzt mein Master studieren würde? Ich habe es immer weiter aufgeschoben und es ist immer weiter in den Hintergrund gerückt. Aber irgendwann, ich hasse es zu sagen, ich habe es nicht versucht. Bodybuilding nimmt viel Zeit ein, mein Coaching nimmt viel Zeit ein. Wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich bin eigentlich ausgelastet, ja. Aber vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf. Vielleicht habe ich die Kapazität, aber nutze sie nicht. Und deshalb habe ich gesagt, ich fange jetzt an, mein Master nochmal zu studieren. Versuche natürlich auch mein Bestes, um das umzusetzen. Und wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann habe ich wenigstens alles versucht. Das gleiche wie beim Bodybuilding. Ich sage nie, dass ich Profi werde, geschweige denn jemals beim Mr. Olympia sein werde. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Wer schafft das schon? Fast niemand. Dementsprechend muss ich natürlich auch damit rechnen, mal vielleicht was anderes zu machen. Und ich möchte hier eigentlich die Zeit auch nicht verschwenden. Vielleicht versteht ihr meine Entscheidung. Vielleicht denkt ihr auch, ey, was will dieser Spast? Ganz normales Leben gehört halt dazu. Aber für mich ist es ehrlich nicht leicht, das nochmal so zu sagen. Weil, wie gesagt, die Zeit, wo ich in Anführungszeichen mal rausgegangen bin, unter Leute irgendwie in der Schule saß, das war das letzte Mal in der Schule, weil, wie gesagt, studieren während der Pandemie war halt von zu Hause. Ich arbeite komplett von zu Hause, ich gehe nur raus, gefühlt ins Gym. Und wenn ich mal irgendwie abends mit Jungs unterwegs bin, dann sind das alles Bodybuilder, die aus ihren Tupperdosen essen. Und feiern gehe ich sowieso nicht, ja. Und das hat mich schon irgendwo geprägt, muss ich auf jeden Fall sagen. Und dementsprechend fällt es mir jetzt auch schwer, so diese Entscheidung zu treffen, sich morgens mal 40 Minuten im Bus zu setzen, irgendwo hochzufahren und im Hörsaal zu sitzen. Für andere ist das ganz normal. Für mich ist das halt irgendwie nicht. Zumindest habe ich das auch echt gemerkt. Ich habe mir teilweise gedacht, ey, was mache ich hier? Bin ich hier komplett falsch? Ey, das fühlt sich nicht richtig an. Ich will es auf jeden Fall mal probieren. Und ich glaube, jetzt hat es mir einfach schon viel gebracht, weil ich einfach gesagt habe, ey, ich bin noch irgendwo gesellschaftsfähig. Ja? Man ist ja als Bodybuilder eigentlich immer so ein bisschen Außenseiter, so gefühlt. Ich mache keine offene Klasse oder so. Aber ich habe jetzt halt in der Offseason auch irgendwie 117 Kilo so. Und das ist dann auch teilweise ein bisschen komisch. Man sitzt in der Mensa, man isst aus seiner Tupperdose. Aber guess what? Ist mir eigentlich auch egal, ja. Ich liebe den Sport und ich will den auch so weiter umsetzen. Das dazu, kurzer Real Talk.
Ich hoffe, das war irgendwie zusammenhängend und ich habe nicht nur irgendeine Scheiße erzählt. YouTube wird auf jeden Fall weitergeführt. Ich werde mein Bestes geben und euch natürlich auch auf diese Reise mitnehmen, auch wenn vielleicht nicht so viel Content kommt wie zuletzt. Ich würde jetzt sagen, ich trinke meinen Kaffee und wir gehen ins Gym, weil ihr habt gesehen, an der Form hat sich einiges getan. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Es gibt einen schönen Formcheck und natürlich noch ein Push-Training. So, kurzer Nachtrag. Ich sitze hier gerade am Rechner und ich überlege, ob ich das Ganze hochladen möchte oder nicht, weil es ja doch irgendwie so ein Problem ist, ja, was ich euch da schildere. Und ich glaube, jeder hat seine Struggles. Es ist halt immer nur die Frage, wie geht man da in der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, auf YouTube damit um. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, es trotzdem hochzuladen, wenn ich nur ein oder zwei Leuten damit helfen kann, ja, aus der Komfortzone rauszugehen. Und jeder hat seine Komfortzone, vielleicht in unterschiedlichen Bereichen. Bei mir ist es nicht der Workload. Ich arbeite gern viel, sehr gerne sogar. Bei mir ist es einfach diese soziale Komponente, dass ich nicht möchte, dass irgendwas meine Ziele beeinträchtigt, auch wenn es hier nur irgendwelche Hirngespinste sind. Deshalb aus der Komfortzone raus und Fazit kann man immer noch danach ziehen. Deshalb, just do it. Wie sich das für Studenten gehört, natürlich mit dem Fahrrad ins Gym gefahren, beim Regen. Und ich sage euch, das sind schöne Fahrschüler, fette Pfütze. Natürlich erstmal komplett unterkörpernass. Richtige schöne Fontäne abbekommen, passend zu diesem Tag. Ich würde sagen, jetzt gibt es einen Formcheck. Viel Spaß. So ein Posing ist dann doch immer anstrengender als gedacht. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zur Form findet. Ich denke, gerade der Rücken ist deutlich besser geworden, aber auch noch deutlich am fettesten. Da muss noch am meisten Fett runter und das ist natürlich auch mein Ziel. Ansonsten mit der Front bin ich eigentlich ganz zufrieden. Fett geht auch hier ziemlich schnell weg bei mir. Darf man sich nicht täuschen lassen. Rücken ist immer noch fett. Das ist das Ziel. Den wollen wir freikriegen. Jetzt geht's ins Push-Training. Vielleicht noch ein paar Eckpfeiler zu meinem Training in der Diät. Grundsätzlich trainiere ich genauso wie im Aufbau. Wichtig, was eure Muskeln aufgebaut hat, wird auch eure Muskeln halten. Also verändert nichts am Plan. Trainiert fucking intensiv. Lasst keine Rap auf der Strecke. Dann könnt ihr auch noch lange Zeit in der Diät eure Kraft halten oder euch sogar steigern. Akku geht gleich aus. Ich knüppel jetzt das Training durch und dann sehen wir uns zu Hause. Essen noch ein Meal. Aber jetzt erstmal ballern. Und ich sag's immer wieder. Diätgeheimtipp Nummer 1, Teigschaber. Also immer den guten Skier in die Schüssel und auch keinen Gramm Protein verschenkt. Jetzt zeige ich euch was. Ich glaube, wenn das Video draußen ist, sollte dieses Produkt auch schon draußen sein. Und zwar ist es der Designer Flavor im Honey Cereal Geschmack. Ich sage euch, das Ding, ungelogen, ist einfach mein absoluter Favorit. Ihr habt ja so kleine Cereal Stücke und das schmeckt einfach 1:1 wie Kellogg's Max. Ich würde sagen, jetzt habe ich die Werbung auch abgedeckt, aber ohne Spaß, das Ding ist wirklich eine 12 von 10. Ich mache das überall rein. Also gönnt euch, Geheimtipp, wenn es nicht ausverkauft sein sollte. In diesem Sinne, danach schmeckt jedes Gear 1A. Hier hätten wir jetzt das Endprodukt. Heidelbeeren und Cereals sind noch reingewandert. Hier so Zimtfakes von Aldi. Das wäre dann auch die letzte Mahlzeit des heutigen Tages. Ich glaube, das habe ich schon 10-mal gesagt. In diesem Sinne beende ich jetzt hier auch das Video, weil Zeit mit dem Partner ist natürlich auch wichtig. Soll nicht zu kurz kommen, da kommt sowieso zu kurz, ja. Aber daran arbeiten wir. In diesem Sinne, wenn euch dieses etwas ehrlichere Video mit dem Real Talk gefallen hat, gebt gerne ein Like, schreibt in die Kommentare, was ihr euch noch wünscht, jetzt noch mehr Einblicke irgendwie in mein Privatleben wollt oder normaler Bodybuilding-Content oder eine Mischung aus beidem. In diesem Sinne, macht's schön gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.